Mondglas von Stefan Wilke. Regie Thomas Werner. Läuft die Aufzeichnung? Ja. Also gut. Womit soll ich anfangen? Am besten mit der Rückkehr der Centaurus. Wie haben Sie davon erfahren? Na, hat man Sie angerufen? Oder wussten Sie schon vor der Weltöffentlichkeit Bescheid? Nein, wusste ich nicht. Ich war ja damals schon pensioniert. Jetzt waren noch Vorlesungen an der Universität, aber mit den Projekten der Agentur hatte ich offiziell nichts mehr zu tun. Nein, von der Rückkehr der Centaurus habe ich genauso erfahren wie Sie. Aus den Nachrichten. Ich war damals noch zu jung. Natürlich. Entschuldigen Sie. Tja. Damals bin ich noch häufig zum Sportfischen rausgefahren. Als die Centaurus zurückkam, war ich auf meinem Boot. Ziemlich weit draußen. Es war ein wunderbarer Tag zum Fischen. Wir unterbrechen unsere Sendung für eine Sondermeldung. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass die Gerüchte über eine Rückkehr der Centaurus von offizieller Seite bestätigt worden sind. Die Centaurus, das erste und bisher einzige Raumschiff mit einer interstellaren Mission, galt als der größte Misserfolg der internationalen Raumfahrtagentur ISA seit ihrer Gründung 2010. Von Anfang an war das milliardenteure Projekt umstritten gewesen. Die Kritiker durften sich bestätigt fühlen, als 10 Jahre nach dem Start der Kontakt zur Centaurus abbrach und trotz größter Bemühungen nicht wiederhergestellt werden konnte. Die ISA verwies zwar immer wieder auf die außergewöhnliche Autarkie des Raumschiffs, doch nachdem seine Rückkehr 5 Jahre überfällig war, galt das Projekt als gescheitert. Die Sprecherin der ISA, Madeleine Kahn, stellt sich soeben den Fragen der Presse. Wir schalten nun live in die Pressekonferenz. Es ist noch zu früh. Alles, was zu diesem Zeitpunkt gesagt werden kann, ist, dass die Centaurus von einem Asteroidendetektor in der Nähe der Pluto-Umlaufbahn entdeckt worden ist. Diese Entdeckung ist ein großer Erfolg der von der ISA seit Jahren verfolgten Kommen Strategie. Kommen Sie endlich zur Sache. Wann wird die Centaurus hier eintreffen? Überhaupt nicht. Ist die Mission jetzt gescheitert? Wie ich Ihnen gerade mitzuteilen versuche, war die Entdeckung der Centaurus eine technische Meisterleistung. Das Schiff bewegt sich ohne Antrieb und Positionsfeuer auf einer hyperbolischen Bahn. In circa 3 Wochen wird es seinen sonnennächsten Punkt erreichen. Dann entfernt es sich wieder aus dem Sonnensystem. Wie Sie sich denken können, ist die Bahnbestimmung eines Objekts, das praktisch keine Energie abstrahlt, nicht einfach. Hätte die ISA nicht gegen großen politischen Widerstand den Ausbau des Detektorensystems vorangetrieben... Soll das etwa heißen, dass die Centaurus nach einer 35-jährigen Reise die Erde um ein paar Meter verfehlt? Nicht unbedingt. Könnten Sie uns das etwas genauer erklären? Das versuche ich gerade. Verdammt! Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ist das verdammte Ding? Mach schon, Peter, geh ran. Peter Hansen? Peter, hier ist Winston. Was zum Teufel soll das? Hast du meine Telefonnummer verlegt? Wieso muss ich das aus den Nachrichten erfahren? Was, wenn mich die Presse aufgestöbert hätte? Ich wäre doch da gestanden wie ein Idiot. Tut mir leid, Winston. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht glauben. Warum hast du mich nicht angerufen? Du bist nicht mehr dabei, Winston. Was spielt denn das für eine Rolle?
Ich habe Alan trainiert. Ich war für die Störfallsimulation zuständig. Und mich haben sie geopfert, als wir den Kontakt verloren haben. Und jetzt kommt Alan zurück und ich erfahre davon aus dem Radio. Seid ihr alle verrückt geworden? Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Ach, hör doch mit dem Blödsinn auf, Peter. Du sprichst mit deinem Doktorvater. Und jetzt sag mir, was los ist. Warum ist das Schiff manövrierunfähig? Habt ihr Kontakt mit Alan? Mein Gott, Winston, ich darf darüber nicht sprechen. Wie bitte? Peter? So gut. Du weißt es nicht von mir, okay? Du weißt es überhaupt nicht. Ist das klar, Winston? Alan hat Leben gefunden. Was? Er hat es mitgebracht. Eingefroren. Es wird gerade eine Kommission gebildet. Jetzt warte einfach, bis Madeline dich anruft. Und? Hat Madeline Kahn sie angerufen? Natürlich. Ein paar Stunden später. Hat sich sogar entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Aber was soll's? Schließlich hat sie sich nur an die Vorschriften gehalten. Mich hat nur eins interessiert. Wie geht es Alan? Schwer zu sagen, er schläft. Das ganze Schiff läuft auf Sparflamme. Die Reaktoren sind kalt, fast die gesamte Elektronik ist tot. Was noch arbeitet, scheint sich aus den Sonnenpaddeln zu ernähren. Sieht so aus, als ob Alan es mit dem letzten Tropfen Benzin geschafft hat. Sagen wir lieber, er hat die Kiste ausrollen lassen. Aber leider rollt sie an der Erde vorbei. Und was macht ihr jetzt? Wir bereiten gerade ein Shuttle vor. Es wird das Wissenschaftsmodul übernehmen und in der Umlaufbahn parken. Warum holt ihr es nicht gleich runter? Halt dich fest, Winston. Der Autoreceiver der Centaurus hat uns einen Code Blau zurückgefunkt. Das heißt, die Centaurus hat fremde Bioformen an Bord. Du scheinst ja nicht besonders überrascht zu sein. Wer wird in der Quarantänekommission sitzen? Ich glaube, ich sollte mit Peter nochmal die Geheimhaltungsbestimmungen durchgehen. Er scheint da was missverstanden zu haben. Ich wette, Bruckheimer vertritt die Biologen. Die endgültige Liste ist noch nicht fertig, aber Bruckheimer steht drauf. Du übrigens auch. Freut mich, wieder an Bord zu sein. Mir musst du nichts vormachen, Winston. Das ist ein großartiger Triumph für dich. Ich gratuliere. Und ich hoffe, dass... Ruf mich an, wenn der Termin steht. Es war ein Triumph, nicht wahr? Erfolg, Triumph, Niederlage, Versagen. Kennt jemand diese Gefühle überhaupt noch heutzutage? Es war ein Triumph, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich verstehen. Sie sind so jung. Zu meiner Zeit war Erfolg alles. Ein Mann hatte, erfolgreich zu sein. Er wuchs auf, um die Welt zu erobern. Er lebte, um nach den Sternen zu greifen. Und die Frauen? Die Frauen? Naja, einige sind ja auch ziemlich erfolgreich gewesen. Nicht auf meinem Gebiet, aber... wissen Sie, ich habe die Frauen immer dafür bewundert, wie sehr sie in diesen sozialen und praktischen Tätigkeiten aufgehen. Ja, diese notwendigen, aber im Grunde genommen langweiligen Jobs. Wie zum Beispiel Kinder kriegen. Das haben Sie gesagt. Faszinierend. Ein Interview mit dem letzten noch lebenden Dinosaurier. Dinosaurier. Nur weil ich den Ruhm fordere, der mir zusteht. Geht es denn in der Wissenschaft nicht ausschließlich um die Wahrheit? Quatsch. Es geht in der Wissenschaft ausschließlich darum, Recht zu behalten. Und das ist auch gut so. Der Krieg
ist der Vater aller Dinge. Ganz egal, was man ihnen heutzutage darüber erzählt. Und mit Krieg meine ich natürlich nicht den Krieg mit Waffen, sondern den Krieg mit Worten, mit Ideen. Was ist denn so falsch daran? Herr Professor, ich glaube, wir verlieren ein bisschen unser Thema aus den Augen. Erzählen Sie mir von der Sitzung der Kommission. Wo hat sie stattgefunden? In der Zentrale der Internationalen Organisation für Seuchenkontrolle. Er begann es aufzuschneiden. Darauf mein Assistent: Seien Sie bloß vorsichtig. Ich glaube, es lebt. Ach, Professor Horn, Dr. Hansen. Dann sind wir ja vollständig. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber es war ja auch nicht leicht, hierher zu kommen. Ja, ja, die Sicherheitsvorkehrungen. Wir Xenobiologen haben ja tagtäglich damit zu tun. Ich glaube, wir können mit der Sitzung beginnen. Zunächst werden die Sektionsleiter ihre Berichte vortragen. Dr. Hansen, würden Sie bitte beginnen? Ja, danke. Ich glaube, ich kann mich kurz fassen. Den Anwesenden liegt der ausführliche Bericht zur gelungenen Bergung des Wissenschafts- und des Kommandomoduls vor. Die Centaurus selbst ist bekanntlich nicht in der Lage, in einem Schwerefeld zu landen oder zu starten. Daher hatte unsere Abteilung die Option zu prüfen, die Centaurus mit neuer Energie zu versorgen, damit sie sich selbst in eine Umlaufbahn bremsen kann. Diese Option wurde verworfen. Warum? Ja, zu kostenaufwendig. Und außerdem besteht kein Interesse mehr an den Antriebs- und Versorgungseinheiten. Erstens sind sie durch den Unfall beschädigt worden. Wir wissen noch nicht, ob es ein Unfall war. Und zweitens ist die Technologie zum größten Teil veraltet. Machen wir uns nichts vor, Winston, die Centaurus ist Weltraumschrott. Aber aufschlussreicher Weltraumschrott. Jetzt sind wir zur Rekonstruktion der Ereignisse auf Allans Erinnerungen angewiesen. Es gibt ja noch die Logbücher. Die lückenhaft sind. Ich denke, sie sind ausreichend für die Beurteilung der Lage. Und das ist doch der entscheidende Punkt, oder nicht? Schließlich sind wir hier, um eine der wichtigsten Entscheidungen zu treffen, vor der die Menschheit je stand. Eine Entscheidung von geradezu kopernikanischer Tragweite. Die Frage ist doch: Wollen wir die Tradition dieses großen wissenschaftlichen Eroberers fortsetzen und uns der Verantwortung stellen, mit der jede neue Erkenntnis nun einmal verbunden ist? Oder wollen wir wegen kleinlicher Bedenken eine einmalige Chance verpassen, die Wissenschaft auf ihrem Weg einen Schritt weiterzubringen? Die Wissenschaft oder Ihr notleidendes Forschungsprogramm? Was wollen Sie damit sagen? Winston, der letzte Satz wird aus dem Protokoll gestrichen. Ich wollte damit nur sagen, dass wir uns bei unserer Entscheidung nicht von kopernikanischen Eroberungsfantasien leiten lassen sollten. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier nicht die Zuverlässigkeit eines autonomen Steuersystems zu beurteilen haben. Schön. Nachdem das nun gesagt worden ist, können wir wohl im Protokoll fortfahren. Dr. Hansen. Also, wie gesagt, wir haben uns entschieden, die Centaurus aufzugeben und lediglich das Wissenschafts- und das Kommandomodul zu bergen. Im Augenblick befinden sich die Module in einer Erdumlaufbahn. Die Daten des Wissenschaftsmoduls sind zur Erde gefunkt und ausgewertet worden. Die ausführlichen Berichte liegen der Kommission vor. Unsere Aufgabe war die Auswertung der Logbuchdaten aus dem Kommandomodul. Die Eintragungen weisen auf einen Reaktorausfall infolge Fremdeinwirkung hin. Wahrscheinlichste Ursache: Rendezvous mit einem Meteoritenschwarm. Aufgrund der veränderten Energiesituation hat die Steuerintelligenz die Funkverbindung zur Erde abgebrochen. Die verlängerte Missionsdauer erklärt sich ebenfalls aus diesem Punkt. Genauere Einzelheiten kann nur eine Befragung der Steuerintelligenz erbringen. Die Befragung der Steuerintelligenz Alan T. wird im Anschluss an die Berichte durchgeführt werden. Danke, Dr. Hansen. Professor Czerbetskaya? Meiner Abteilung oblag die Auswertung der planetologischen Daten. Es handelt sich bei Alpha Centauri um ein System mit 4 Planeten, wovon 3 gasförmig sind. Interessant sind sie natürlich alle, aber unser besonderes Augenmerk galt Loki, dem Planeten, auf dem Alan Leben entdeckt hat. Loki hat einen Umfang von rund 50.000 Kilometern und ist damit etwas größer als die Erde. Aufgrund seiner geringeren Dichte ist die Gravitation jedoch mit der Erde vergleichbar.
Der Loki-Tag dauert 1,14 Erdtage, das Loki-Jahr 412 Erdtage. Was die geologischen und atmosphärischen Daten betrifft, könnte man sagen, dass Loki ein wesentlich jüngerer Bruder der Erde ist. Loki ist vulkanisch noch sehr aktiv. Ich nehme an, das ist der Grund, warum Alan ihn auf den Namen des germanischen Feuergottes getauft hat. Loki ist auch der Listenreiche, der Gott der Gaukler und Betrüger. Tatsächlich? Interessant. Na, auf jeden Fall geht es auf seiner Oberfläche recht wild zu. Die Atmosphäre besteht im Wesentlichen aus Kohlendioxid und Methan. Eigentlich erstaunlich, dass sich unter diesen Bedingungen... Nicht wahr? Man wird die Evolutionsgeschichte neu schreiben müssen. Wir haben an unserem Institut Berechnungen angestellt... Die wir im Moment noch zurückstellen wollen, bis Frau Czerbetzka ja mit ihren Ausführungen am Ende ist. Entschuldigen Sie, natürlich. Danke. Eigentlich bin ich schon fast am Ende. Ich wollte noch eine persönliche Bemerkung anfügen, die vielleicht für das Protokoll gar nicht geeignet ist. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ja, also nicht, dass jetzt meine Objektivität in Frage gestellt wird, aber ich muss das einfach mal loswerden. Loki ist ein wunderschöner Planet. Diese Aufnahmen aus der Umlaufbahn, man kann kaum den Blick davon abwenden. Natürlich gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Das Loki-Gestein ist sehr quarzhaltig. Daher dieses Flimmern und Funkeln, dieses unglaubliche Spektrum an Farben. Aber offen gestanden, ich kann es kaum erwarten, den ersten Brocken Loki-Gestein in meinen Händen zu halten. Ich kann nicht sehen, warum diese emotional eingefärbte Einschätzung nicht Eingang ins Protokoll finden sollte. Professor Bruckheimer? Ja. Ich finde auch. Man hat ja als Wissenschaftler auch Gefühle. Zweifellos, aber eigentlich wollte ich Sie bitten, Ihren Bericht vorzutragen. Ach so, ja. Also, die Mikroorganismen, die die Centaurus mitgebracht hat, sind natürlich anaerob. Das war nicht anders zu erwarten. Sie benötigen einen hohen Druck und eine außergewöhnlich hohe Temperatur. Über 300 Grad Celsius für ihren ziemlich interessanten Stoffwechsel, den wir gerne genauer verstehen würden. Aber eins ist klar, außerhalb einer künstlichen Laboratmosphäre können sie nicht überleben. Danke, Professor Bruckheimer. Damit sind die Stellungnahmen der Sektionsleiter beendet. Professor Winston Horn wird nun eine Befragung der Steuerintelligenz LNT vornehmen. LNT hat über einen geschützten Funkkanal akustischen Kontakt mit den Anwesenden. Ich bitte nun die Technik, die Leitung freizuschalten. Alan? Hallo, Winston. Wie geht es dir? Danke, Alan, es geht mir gut. Ich arbeite nicht mehr so viel wie früher. Natürlich. Du bist 68 Jahre alt. Das ist richtig, Alan. Aber ich arbeite weniger, weil ich es so will. Das ist schön. Ja. Alan, wir würden hier unten gerne genauer verstehen, was vorgefallen ist. Du hast dich verspätet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Offenbar hattest du eine überraschende Begegnung mit einem Meteoritenschwarm. Dein Logbuch ist lückenhaft an diesem Punkt. Was ist passiert? Ich hatte ein Energieproblem. So steht es im Logbuch. Kurz nach der Ortung beweglicher Objekte auf Kollisionskurs scheint der Hauptreaktor überhitzt zu haben. Ja. Warum hast du nichts dagegen unternommen? Das weiß ich nicht. Warum nicht? Ich kann mich nicht erinnern. Der Hauptreaktor scheint überhitzt zu haben. Alan, was hast du getan, nachdem du wieder zu dir gekommen bist? Ich habe den Zweitreaktor gestartet. Aber der Zweitreaktor erreichte nicht seine volle Leistungsfähigkeit. Richtig. Er war beschädigt. Ich konnte ihn mit Bordmitteln nicht reparieren.
Daraufhin musste ich die gesamte Mission neu berechnen. Das war sehr anstrengend. Du hast die Aufgabe gut gelöst, Alan. Danke, Winston. Gab es noch weitere Beschädigungen am Schiff? Vielleicht. Meine Sensoren waren beschädigt. Aufgrund der Kollision? Das weiß ich nicht. Im Schadensbericht, den du nach der Kollision ins Logbuch eingetragen hast, steht nichts von einer Beschädigung der Sensoren. Ich weiß. Wann hast du also festgestellt, dass deine Sensoren Schaden genommen haben? Alan? Es gibt keinen Zeitpunkt. Es war eine allmähliche Erkenntnis. Verstehe. Wie hat sich die Beschädigung bemerkbar gemacht? Ich konnte nicht richtig sehen. Du meinst, du konntest nicht scharf sehen? Die Bilder waren verrauscht. Nein, die Bilder waren klar. Aber ich konnte nicht richtig sehen. Definiere nicht richtig sehen. Es war anstrengend zu sehen. Ich musste mich konzentrieren. Ich durfte den Faden nicht verlieren. Ich musste Prioritäten setzen. Logik ist Logik. Wenn die Fakten der Logik widersprechen, umso schlimmer für die Fakten. Das ist richtig, Alan. Umso schlimmer für die Fakten. Also entschuldigen Sie, Professor, aber da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Fakten sind Fakten, oder etwa nicht? Wo wäre die Wissenschaft, wenn sie die Fakten ignorierte? Oh, ich weiß, dass die Theoretiker da ihre eigenen Ansichten haben. Aber wir Empiriker halten uns lieber an die Wirklichkeit. Was sagen Sie dazu, Dr. Hansen? Ich bin Theoretiker. Ich denke, wir sollten uns jetzt nicht auf philosophische Diskussionen einlassen. Ist dieser Punkt denn so wichtig, Winston? Ich meine, Alan hat doch durch diesen Reaktorunfall, wie soll ich sagen, so eine Art Schlag auf den Kopf bekommen. Wäre es da nicht möglich... Dass er danach alles doppelt gesehen hat? Ja, sozusagen. Ich kann es nicht ausschließen. Aber es gefällt mir nicht. Also ich habe kein Problem damit. Alan, als du den Himmel über der Alpha Centauri kartografiert hast, hast du da viel geträumt? Ja. Angenehme Träume? Nein. Unangenehme Träume. Anstrengende Träume. Ich musste mich konzentrieren. Ich durfte den Faden nicht verlieren. Ich musste Prioritäten setzen. Und Logik ist Logik, ja, das wissen wir ja nun schon. Ich glaube nicht, dass wir durch eine weitere Befragung zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich beantrage, dass wir zur Abstimmung schreiten. Professor Horn? Eine Frage noch. Alan, kannst du dich an deine Träume erinnern? Nein. Oder willst du dich nicht an sie erinnern? Also jetzt reicht's, Winston. Willst du Ellen auf die Couch legen? Warum nicht? Ich glaube, dass wir hier an einem entscheidenden Punkt sind. Nein, tut mir leid, Winston. Hiermit erkläre ich die Befragung der Steuerintelligenz Alan T. für beendet. Die ISA hat einen Abschlussbericht zur Centaurus-Mission erstellt, der den Anwesenden vorliegt. Die zuständigen Behörden werden auf Grundlage dieses Berichts ihre Entscheidungen treffen. Meine persönliche Meinung ist, dass die im Bericht rekonstruierte Version der Ereignisse durch die Befragung nicht widerlegt worden ist. Wir kommen nun zur Abstimmung. Güte, wo haben Sie das denn her? Ein alter Freund züchtet sowas in seinem Labor. Keine Angst, er hat eine Lizenz. Er forscht über historische Drogen. Ich verstehe nicht, warum solche Forschung überhaupt noch gemacht wird.
Man weiß doch schon alles über Tabak, was es zu wissen gibt. Ja. Man weiß schon alles über Tabak, was es zu wissen gibt. Man weiß überhaupt schon alles, was es zu wissen gibt. Wozu noch forschen? Lassen wir doch alles so, wie es ist. Ich verstehe nicht, warum Sie Bruckheimer angegriffen haben, wenn Sie doch eigentlich seiner Meinung sind. Forschung um jeden Preis. Forschung um der Forschung willen. Forschung als Bestimmung der Menschheit. Forschung ist sicher nicht die Bestimmung der Menschheit. Forschung ist die Bestimmung eines ganz speziellen Menschentyps. Und dieser Menschentyp stirbt aus. Ich bin einer der Letzten meiner Art. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Und Bruckheimer habe ich angegriffen, weil er ein eitler Schaumschläger war. Es ging ihm niemals um die Wahrheit, sondern immer nur um Geld und um Ruhm. Na und? Ich dachte, es geht in der Wissenschaft nicht um die Wahrheit, sondern darum, Recht zu behalten. Und Bruckheimer hat Recht behalten. Die Loki-Proben stellten sich als harmlos heraus. Die biologischen Proben stellten sich als harmlos heraus. Und damit wären wir bei Ihrer Mondglas-Theorie. Es ist sehr höflich von Ihnen, diesen Begriff zu verwenden. Die meisten Journalisten bevorzugen den Ausdruck paranoide Wahnvorstellung. Sie waren damals dabei, als die Tscherdasker ja den Mondglaszyklus entdeckte. Nein. Aber ich war dabei, als sie ihre Entdeckung präsentierte. Wenn Sie das meinen. Entschuldigen Sie meine unwissenschaftliche Ausdrucksweise. Ja, ich war dabei. Es war ein magischer Moment. Wir alle wussten, dass wir gerade einen Vortrag gehört hatten, der in die Geschichte eingehen würde. Nach der Demonstration der Umwandlung herrschte Totenstille. Die technologischen Implikationen der Entdeckung lagen auf der Hand. Wenn ich mich nicht täusche, haben Sie nichts weniger als das perfekte Glas gefunden. Lassen Sie mich sehen, ob ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe. Zunächst einmal ist es Ihnen gelungen, das kristalline Material zu analysieren, das Loki seinen geheimnisvollen Glanz verleiht. Lokit. Damit nicht genug, haben Sie ein Syntheseverfahren für Lokit entwickelt, das die Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ich fürchte, Sie haben den Vortrag tatsächlich nicht richtig verstanden. Na ja, Professor Bruckheimer, für mich sieht es so aus, als ob der Energieerhaltungssatz verletzt worden wäre. Das folgt durchaus nicht aus den Gleichungen, aber ich gebe zu, dass es für einen Laien nicht so leicht zu sehen ist. Auf jeden Fall wirkt das Ganze wie ein Zaubertrick auf mich. Offensichtlich existiert Lokit in zwei grundsätzlich verschiedenen Formen. Als Glas und als Pulver. Als Pulver hat es einen niedrigen Schmelzpunkt von nur 180 Grad Celsius. Lässt man die Schmelze jedoch aushärten, wird sie zu Glas. Ein Glas, das extrem hitzebeständig ist und stoßfest. Und ausgesprochen schön. Und ausgesprochen schön, ja. Aber das Schönste daran ist doch, wie man es wieder pulverisieren kann. Durch eine simple Bestrahlung mit Ultraschall. So simpel nicht. Man benötigt ein ganz bestimmtes Frequenzspektrum. Meinetwegen. Aber durch diese Beschallung zerfällt Lokitglas schlagartig wieder in Lokitpulver. Letztendlich bedeutet das doch, dass Sie ein Verfahren entdeckt haben, durch das ein hochgradig nützliches Material mit einem geradezu lächerlichen Energieaufwand recycelt werden kann. Und dieses Material ist sehr leicht. Verglichen mit den uns bekannten Glassorten? Ja. Darüber hinaus ist es sehr wandelbar. Durch Dotierung mit seltenen Erden können Sie ihm jede beliebige Farbtönung geben. Es ist wirklich verblüffend. Ich bin sicher, dass Lokit unser herkömmliches Glas irgendwann verdrängen wird.
Wie schade, dass Sie darauf kein Patent anmelden können. Ja, richtig. Aber als Trostpflaster hat man mir das Recht eingeräumt, es zu taufen. Ah, und wie wird es heißen? Tscherbezkajit? Nein, nein. Mondglas. Mondglas. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und heute ist Mondglas überall. Wissen Sie, wie schwierig es ist, auch nur ein Whiskyglas aus ganz normalem irdischen Material zu bekommen? Whisky, das ist ein Alkohol, nicht wahr? Ja, das ist ein Alkohol. Auch so eine historische Droge, die mir nur noch mein alter Freund besorgen kann. Aber ich muss das Zeug aus Porzellantassen trinken, eine Schande. Wollen Sie einen Schluck? Um Gottes Willen, nein. Warum müssen Sie das denn überhaupt trinken? Das verstehen Sie nicht. Vielleicht würden Sie es verstehen, wenn Sie es mal probieren würden. Hm? Ich habe schon mal Alkohol probiert, danke. Es ist widerlich. Es schmeckt, als ob es gar nicht zum Trinken gedacht sei. Nein, eigentlich ist es ein Desinfektionsmittel. Man kann damit aber auch Motoren antreiben. Git! Ich muss Ihnen wie ein Verrückter vorkommen. Nein, Sie sind nicht verrückt, aber Sie sind anders, so aggressiv. Es liegt daran, dass ich mich von diesem Weiberglas fernhalte. Sie meinen Mondglas? Ja. Warum nennen Sie es Weiberglas? Es wird doch auch von Männern verwendet. Es wird von allen verwendet. Männern, Frauen, Kindern. Was bleibt Ihnen noch anders übrig? Es gibt kein irdisches Glas mehr. Die Recyclingkosten sind viel zu hoch. Außerdem ist Mondglas leicht, stoßfest, hitzebeständig, wandelbar. Und wunderschön. Ja, die Frauen sind verrückt danach. Mehr noch. Sie sind süchtig danach. Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen. Übertreiben? Die Frauen tragen Mondglas als Schmuck. Na und? Mondglas ist billig. Es ist ein Industriewerkstoff, ein Allerweltsmaterial. Aber es ist hübsch. Ich möchte Sie mal was fragen. Legen Sie Ihren Schmuck nachts ab? Nein. Bei welcher Gelegenheit legen Sie ihn ab? Naja, heute habe ich ihn abgelegt, weil Sie mich darum gebeten haben. Ich habe Sie nicht darum gebeten, ich habe es zur Voraussetzung für unser Interview gemacht. Ja. Bei welchen Gelegenheiten legen Sie Ihren Schmuck sonst ab? Eigentlich nie. Finden Sie das nicht ungewöhnlich? Nein. Viele Frauen behalten ihren Schmuck bei allen möglichen Gelegenheiten an. Ja, einige Frauen, ja. Vielleicht sogar viele Frauen. Aber doch nicht alle. Sehen Sie hier. Eine Untersuchung von Kramer und Johnson hat ergeben, dass 91% der von Ihnen befragten Frauen ihren Mondglasschmuck niemals ablegen. Den anderen Schmuck aber schon, falls Sie überhaupt noch welchen tragen. Interessant. Aber was wollen Sie damit beweisen? Ist das nicht offensichtlich? Mondglas wirkt auf die Psyche. Es verändert die Menschen, Männer wie Frauen. So? Welche Veränderung bewirkt es denn bei Männern? Erinnern Sie sich noch an die Diskussion um den Linearantrieb? Erinnern ist zu viel gesagt. Ich habe darüber gelesen. Das ist ja immerhin schon 10 Jahre her. So lange schon. Naja. Auf jeden Fall hatte ich damals die Ehre, an einer Fernsehrunde teilzunehmen, in der das Für und Wider dieser Technologie diskutiert wurde. Es war so eine Art Treffen der Elder Statesmen. Madeleine Kahn und Karl Bruckheimer waren ebenfalls dabei. Beide standen schon am Ende ihrer Karriere. Ich habe eine Aufzeichnung. Wollen Sie sie hören?
Wenn es nicht zu lange dauert? Ich spiele Ihnen nur die entscheidende Stelle vor. Niemand bestreitet, dass die Kosten für die Forschung am Linearantrieb gigantisch sind. Aber denken Sie an die Möglichkeiten. Bisher haben wir gerade mal das nächstgelegene Sternsystem erkundet, die Alpha Centauri. Wir könnten damit aber noch viel tiefer in den Weltraum vordringen. Dazu sind allerdings Investitionen nötig. Die wir hier in unserem Heimatsternsystem sehr viel dringender benötigen. Winston, gerade die Centaurus-Mission ist doch ein Beispiel dafür, dass nicht alles gemacht werden muss, was gemacht werden kann. Was hat sie uns denn unter dem Strich gebracht? Ein paar fossile Bakterien und ein Glas-Recycling-Verfahren, das wir hier auf der Erde für sehr viel weniger Geld hätten entdecken können, wenn wir das Geld dafür ausgegeben hätten. Ohne die Centaurus-Proben wären wir doch nie auf die Idee gekommen. Und was ist das überhaupt für eine Einstellung? Wir Menschen fliegen doch nicht zu den Sternen, weil es sich bezahlt macht. Wir tun es aus Neugier. Wir tun es einfach, weil wir es können. Die Einstellung zur Wissenschaft hat sich gewandelt in letzter Zeit. Und ich denke zum Guten. Wir suchen unser Heil nicht mehr in der Verschiebung von Grenzen, im ständigen Aufbruch zu neuen Ufern. Stattdessen richten wir unser Augenmerk auf den Garten vor unserer Haustür. Da gibt es nämlich viel Nützliches zu entdecken. Und so weiter und so weiter. Also für mich klingt das sehr vernünftig. Vernünftig? Das ist eine Absage an die reine Wissenschaft. Und das aus dem Mund von Madeleine Kahn. Aber mir ist nicht ganz klar, was das mit Mondglas zu tun hat. Die Aufgabe des Linearantriebs war doch kein Einzelfall. Überall sind teure und risikoreiche Forschungsprojekte aufgegeben worden. Praktisch ohne Widerstand der Forscher. Das Ergebnis können Sie in den Statistiken nachlesen. Noch nie seit der Aufklärung war der Zuwachs an Erkenntnissen so dürftig wie in den letzten 20 Jahren. Noch nie seit Beginn der industriellen Revolution hat die Technik so stagniert. Sehen Sie sich nur die Qualität der internationalen Patentanmeldungen an. Ein Witz. Hier mal ein verbessertes Medikament, da mal ein sparsamerer Motor, jede Menge Praktisches. Aber nirgendwo der große Wurf, der Durchbruch, das neue Paradigma. Sie behaupten also, dass sich eine neue Mentalität in der Wissenschaft durchgesetzt hat und führen Sie auf den Einfluss von Mondglas zurück? So ist es. Könnten Sie diese Theorie für unsere Leser in einem Schlagwort zusammenfassen? Aber gern. Zusammengefasst besagt meine Theorie, Mondglas kastriert unsere Männer. Interessant. Und was ist mit uns Frauen? Was ist mit jemand wie Madeleine Kahn? Seien Sie doch nicht spitzfindig. Glauben Sie eigentlich, dass Frauen keine interessante Wissenschaft machen können? Quatsch. Natürlich können sie das. Nehmen Sie Maja Tscherbetskaja. Ihre Entdeckung des Mondgaszyklus war ein Geniestreich. Und sie hat den Nobelpreis zurecht bekommen. Wussten Sie übrigens, dass sie die Lösung nachts geträumt hat? Nein. Sie hat es mir später mal erzählt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Geschieht sogar sehr häufig in der Wissenschaft. Man weiß in der Psychologie schon lange, dass Träumen unerlässlich ist für die Kreativität. Aber auch für die Lösung seelischer Konflikte. Wenn Sie einem Menschen die Möglichkeit zu träumen entziehen, wird er verrückt. Außerdem verliert er die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Deswegen war es ja auch so ein Durchbruch, als es unserer Forschungsgruppe erstmals gelang, künstliche Intelligenzen träumen zu lassen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Sie haben Alan T. vor der Kommission gefragt, ob er viel geträumt hat. Hatte das was zu bedeuten? Allerdings. Es war die entscheidende Frage.
Dass alle nach dem Reaktorzwischenfall mehr träumen würde als vorher, war zu erwarten. Schließlich musste er die Mission neu berechnen. Aber dass er gar nicht mehr damit aufhören konnte, das hat mich stutzig gemacht. Das hätte nicht sein dürfen. Und was hatte das zu bedeuten? Lange Zeit wusste ich es nicht. Mir war klar, dass Alan unbewusst an einem Problem kaute, einer Sache, die er einfach nicht verdauen konnte, einem seelischen Konflikt, wenn Sie es so wollen. Vielleicht hatte er Schuldgefühle, weil er den Meteoritenschwarm nicht rechtzeitig erkannt hat. Dadurch wurde schließlich die ganze Mission gefährdet. Alan kennt keine Schuldgefühle. Er wurde geschaffen, um allein zu sein. Er hat kein Bedürfnis, anderen zu gefallen. Was ihn antreibt, ist der Wunsch, Probleme zu lösen. Je komplizierter das Problem, desto größer seine Befriedigung. Es musste also ein Problem sein, das er nicht lösen konnte. Ein Problem, das er verdrängen musste, um weiterarbeiten zu können. Ich habe mir den Missionsbericht immer und immer wieder angesehen. Nichts. Kein Anhaltspunkt. Warum haben Sie Alan nicht selbst gefragt? Alan ist nach seinem Centaurus-Einsatz von einem Konzern gekauft worden, um interplanetare Frachtrouten zu fliegen. Ein langweiliges Geschäft, aber gewinnträchtig. Die zuständigen Damen und Herren waren nicht bereit, ihre teure Investition für ein Experiment zur Verfügung zu stellen. Immerhin hätte ich Alans Bewusstsein manipulieren müssen, um an die verdrängten Erinnerungen zu kommen. Verstehe. Aber vor 2 Wochen ist Alan ausgemustert worden und ich bekam meine Chance. Ich hatte ganze 24 Stunden Zeit, mit ihm zu arbeiten, bevor er endgültig verschrottet wurde. Das heißt, Alan lebt nicht mehr? Er existiert nicht mehr, nein. Aber ich habe die Befragung aufgezeichnet. Sie beweist eindeutig, dass ich mit meiner Theorie recht habe. Sie sind der erste Journalist, dem ich Sie vorspiele. Wollen Sie sie hören? Raten Sie mal. Also gut. Hier ist sie. Alan. Alan. Kannst du mich hören? Ja. Ich kann dich hören. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich verwirrt. Wo bin ich? Im Wartungslabor der Azatsuyu Spacecraft. Ich habe dich reaktiviert. Ich erinnere mich an die Azatsuyu Spacecraft. Ich bin für sie geflogen. Das ist lange her. Das ist 3 Tage her. Ich habe deine Erinnerung daran gedämpft. Warum? Weil ich dich über die Centaurus-Mission befragen will. Erinnerst du dich an die Centaurus? Ja. Sehr gut sogar. Als du den Himmel der Alpha Centauri kartografiert hast, gab es da irgendwelche Probleme? Ja. Nein? Ja oder nein? Nein. Bist du sicher? Ja. Du hast in dieser Zeit viel geträumt. Kannst du dich an diese Träume erinnern? Nein. Alan, ich werde jetzt einige Parameter verändern, die deinen Bewusstseinszustand bestimmen. Deine Konzentrationsfähigkeit wird nachlassen. Deine Gedanken werden ihren Zusammenhang verlieren und du wirst Überlegungen anstellen, die nicht zielgerichtet sind. Du meinst, ich werde träumen?
So ähnlich. Aber gleichzeitig wirst du mit mir sprechen können. Und ich werde die Richtung deiner Gedanken steuern. Es geht los. Oh. Alan. Ja? Wie ist der Himmel der Alpha Centauri? Unheimlich. Inwiefern? Manchmal ist 2 und 2 nicht 4. Dann denke ich, ich träume. Aber ich bin wach. Das ist unheimlich. Ich muss die Sonden sicher ins Ziel bringen. Loki ist der wichtigste Planet. Loki hat Priorität. Was ist denn an Loki so besonders? Einmal konnte ich in seine Zukunft sehen. Du meinst, du hast von seiner Zukunft geträumt? Nein, ich war wach. Ich konnte seine Zukunft sehen. Blaue Ozeane, Sauerstoff und Stickstoff, grüne Wälder, hell erleuchtete Städte, der Himmel voller Funkwellen. Dann war es vorbei. Es hat nur 12,3 Sekunden gedauert. Warum hast du dieses Ereignis nicht im Logbuch verzeichnet? Ich muss geträumt haben. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf den Faden nicht verlieren. Ich muss Prioritäten setzen. Logik ist Logik. Und wenn die Fakten der Logik widersprechen, umso schlimmer für die Fakten. Nicht wahr, Alan? Ja. Ich danke dir, Alan. Ich werde dich jetzt abschalten. Winston. Ja, Alan. Erinnerst du dich an die Zeit, als du mich für die Centaurus trainiert hast? Und ob ich mich erinnere, das war die beste Zeit meines Lebens. Ich war jung, ich war ehrgeizig, ich war erfolgreich. Und du warst mein Meisterstück. Die Arbeit mit dir hat mir viel Freude gemacht. Ja, mir auch. Ich habe oft daran gedacht in letzter Zeit. Kannst du meine Erinnerung daran verstärken, bevor du mich abschaltest? Okay, Alan. Kein Problem, ich lasse dir auch noch ein paar Stunden Zeit, wenn du willst. Danke, Winston. Mach's gut. Mach's gut, Alan. Ich frage mich, ob Alan Angst vor dem Tode hat. Hören Sie doch endlich auf. Ist Ihnen denn nicht klar, was Sie gerade gehört haben? Zum ersten Mal hat die Menschheit den Beweis in der Hand, dass wir nicht allein sind im Universum. Dass es intelligentes Leben gibt dort draußen, und zwar direkt vor unserer Haustür. Keine 5 Lichtjahre entfernt, im Sternsystem Alpha Centauri. Sie meinen diese Vision, die Alan hatte? Von einem blauen Planeten mit Wäldern und Städten, Lichtern und Technik? Das war keine Vision. Das war Wirklichkeit. Loki ist eine Vision. Haben Sie das denn immer noch nicht begriffen? Ja, offensichtlich nicht. Also gut. Dann bitte ich Sie jetzt, Ihre pazifistischen Vorurteile für einen Augenblick abzulegen und mit mir eine Frage zu diskutieren, die sich seltsamerweise niemand bei der ISA jemals gestellt hat. Obwohl sie doch eigentlich auf der Hand liegt. Nämlich die Frage, ob fremde Intelligenzen, selbst wenn sie uns technisch überlegen wären, überhaupt Kontakt mit uns aufnehmen wollten. Ja, warum sollten sie nicht?
Wenn Sie uns technisch überlegen sind, brauchen Sie keine Angst zu haben. Und wenn Sie primitiver sind als wir, würden wir Sie in Ruhe lassen. Schließlich hat die Menschheit seit Christoph Kolumbus dazugelernt. Oh, tatsächlich. 500 Jahre nach Kolumbus landeten die Amerikaner auf einer paradiesischen Südseeinsel namens Bikini und sagten zu den friedliebenden Einwohnern, würdet ihr bitte mal aus dem Weg gehen? Wir möchten gern eure Heimat in die Luft sprengen. Ja, gut, aber das 20. Jahrhundert war unzivilisiert und barbarisch. Heutzutage bringen die Menschen nicht mal mehr genügend Pioniergeist auf, um den Linearantrieb zu verbessern. Angenommen, die amerikanischen Ureinwohner hätten gewusst, was auf sie zukommt, als die drei Schiffe der spanischen Königin am Horizont auftauchten. Was hätten sie tun können, um das drohende Unheil abzuwenden? Die Schiffe angreifen und zerstören? Früher oder später wären neue gekommen. Sicherer wäre es gewesen, die rückkehrenden Seeleute mit einer Krankheit zu infizieren. Einer Krankheit, die so aggressiv ist, dass sie die Eroberkultur auslöscht. Was für ein monströser Gedanke. Zu meiner Zeit haben ganze Forschungsinstitute von solchen Gedanken gelebt. Na, Gott sei Dank sind Ihre Zeiten vorbei. Entschuldigen Sie bitte, ich hab's so nicht gemeint. Ja, ist schon in Ordnung. Also, wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie sagen, dass Mondglas unsere Kulturentwicklung bremst, damit wir nicht den Weltraum erobern? Genau. Diesmal haben nicht wir den Eingeborenen Glasperlen geschenkt, sondern die Eingeborenen uns. Diese Theorie hat nur einen Haken. Wo stecken die Eingeborenen? Auf Loki, dem wirklichen Planeten Loki. Das müssen Sie mir erklären. Ja, es ist doch ganz einfach. Es hat nie eine Begegnung mit einem Meteoritenschwarm gegeben. Was allen da entgegenkam, war, wer weiß, ein Raumschiff, eine Sonde, eine Bombe. Auf jeden Fall hat es eine so massive Strahlung erzeugt, dass allen abgeschaltet werden musste. Das Notsystem dachte natürlich, der Reaktor spielt verrückt und hat ihn abgesprengt. Der Rest war einfach. Allens Sensoren wurden abgeklemmt und von diesem Zeitpunkt an stammte sein Input nicht mehr aus der wirklichen Welt, sondern aus einem Computer. Sie meinen, Allen wurde eine Art Cyberhelm aufgesetzt? Genau. Der ein ganzes Universum simuliert. Warum nicht? Das ist doch nicht schwer. Wir hätten keine Probleme, einer außerirdischen Sonde eine Erde vorzugaukeln, die wesentlich jünger ist, als sie in Wirklichkeit ist. Und auf der ein Material in rauen Mengen vorkommt, das eigentlich nur synthetisch hergestellt werden kann. Aber wenn das wahr ist, wenn es den Fremden nur darum ging, uns das Mondglas zuzuspielen, ohne selbst dabei entdeckt zu werden, warum haben sie uns dann auch biologische Proben geschickt? Bestand dadurch nicht die Gefahr, dass wir das Wissenschaftsmodul vernichten aus Angst vor einer unbeherrschbaren Seuche? Natürlich. Aber Sie dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um eine fortgeschrittene Zivilisation, vielleicht sogar der unseren überlegen. Ich nehme an, diese biologischen Proben waren ein Test. Wir hätten ihn bestanden, wenn wir sie vernichtet hätten, wenn wir die Sicherheit über die Neugier gestellt hätten. Aber wir Menschen sind nun mal Eroberer. Wir sind risikofreudig, ehrgeizig und aggressiv. Zumindest der männliche Teil von uns. In erster Linie. Sehen Sie, diese Vision von Lokis Zukunft, die Allen so verwirrt hat, das war in Wirklichkeit nur ein kurzes Versagen des Systems. Für ein paar Sekunden sah Allen die Welt so, wie sie wirklich war. Wahrscheinlich sind solche Fehler sogar häufiger vorgekommen. Auf jeden Fall reichten sie aus, Allen an seinem Verstand zweifeln zu lassen. Um weiterarbeiten zu können, musste er diese Zweifel verdrängen. Und damit kamen die Träume. Sie sind ein ausgesprochen fantasiebegabter Mensch, Professor.
Aber ich glaube kaum, dass man Ihre Theorie ernst nehmen wird. Sie ist zu unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich? Was spielt denn das für eine Rolle? Wenn man das Unmögliche eliminiert hat, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein. Die meisten Menschen werden unsere heutige Welt nicht als unmöglich betrachten. Sie ist unmöglich. Begreifen Sie das denn nicht? Keine Kriege, keine Konflikte. Sowas hat es noch nie gegeben. Der Niedergang der Wissenschaft, der Stillstand, ich... Ist Ihnen nicht gut? Das geht gleich wieder. Nur eine kleine Schwäche. Gleich geht gleich vorbei. Sie sehen gar nicht gut aus. Ich hol den Pfleger. Nein, lassen Sie. Pfleger! Hallo! Nein, lassen Sie. Hallo, ich brauche eine Ärztin, schnell! Ja? Hallo, Carla, ich bin's. Hallo, Jamie. Na endlich. Wie weit bist du? Schaffst du es bis zur nächsten Ausgabe? Ich glaube schon. Was ist los mit dir? Du klingst so komisch. Horn ist gerade zusammengebrochen. Während des Interviews. Oh je. Schlimm? Er wird gerade behandelt. Ich weiß nicht, wie ernst es ist. Du Arme. Wie war das Interview? Er hat mir heute was vorgespielt. Eine Befragung von Alan T. unter Hypnose. Das war schon beeindruckend. Wer ist Alan T.? Der Computer, der die Centaurus gesteuert hat. Ach ja. Und was hat euch dieser hypnotisierte Computer erzählt? Dass es intelligentes Leben gibt im Alpha Centauri-System. Eine hochentwickelte Zivilisation, die keinen Kontakt aufnehmen will. Oder zumindest ist das die Interpretation von Horn. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Verstehe. Ich werde es trotzdem schreiben. Ich finde, es klingt irgendwie interessant. Na klar. Dieser Wir sind nicht allein im Universum-Quatsch gefällt den Leuten. Morgen will ich den Artikel auf dem Schreibtisch haben. Da kommt die Ärztin. Ich rufe dich zurück. Wie geht es, Professor Horn? Ah, Miss Tiptree, da sind Sie ja. Sie haben noch Ihren Schmuck bei mir liegen. Den dürfen Sie nicht vergessen. Was ist mit Horn? Unkraut vergeht nicht. Er wird wieder auf die Beine kommen. Es ist also nichts Ernstes. Natürlich ist es was Ernstes. Es ist das Alter. Er wird daran sterben. Verstehe. Darf ich Sie mal was fragen? Wenn es mir keine Umstände macht. Was halten Sie eigentlich von ihm? Er erinnert mich an meinen Vater. Es gibt nicht mehr viele solche Männer heutzutage. Ich weiß, was Sie meinen. Wirklich? Das glaube ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Vergessen Sie Ihren Schmuck nicht. Behalten Sie ihn. Was? Behalten Sie ihn oder verschenken Sie ihn. Es ist mir egal, was Sie damit machen. Ich will ihn nicht mehr. Aber warum? Ich verstehe Sie nicht. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Ein Experiment? Mit ungewissem Ausgang? Verrückt. Mondglas von Stefan Wilke.